Hey Leute, heute wird der Geldtransporter überfallen. Wenn ihr sehen möchtet, was passiert, dann bleibt unbedingt dran. Und hier im Video hat sich heute auch wieder irgendwo ein Clown versteckt. Wenn ihr ihn seht, dann schreibt auch mal in die Kommentare, wo er war und was er gemacht hat. Ich bin sehr gespannt, wer von euch ihn entdecken konnte. Und wenn euch das Video gefällt, dann gebt ihm doch bitte einen Daumen nach oben. Und teilt das Video mit euren Freunden. Das würde uns richtig helfen. So, und jetzt geht's auch schon los. Viel Spaß mit dem Video. Hey Freunde, hier ist wieder der Ben und ich begrüße euch recht herzlich auf Pandido TV. Heute, falsche Polizisten überfallen Geldtransporter. In letzter Zeit läuft alles wie im Schnürchen. Die Jungs machen ihre Überfälle wie geplant. Und dank meiner Hilfe klappt das auch endlich mal. Man muss ihnen nur etwas Starthilfe geben. Und der Tresor sollte mittlerweile ja auch gut gefüllt sein. Vielleicht muss ich bald sogar einen weiteren besorgen. Hallo, meine Schätze. Was ist denn jetzt los? Da fehlt ja fast die Hälfte aus dem Tresor. Das habe ich jetzt davon, dass sich jeder von den Jungs seine Lieblingscornflakes zum Frühstück wünschen durfte. Aber so haben wir nicht gewettet. Das Geld dürfen sie direkt wieder verdienen. Ach, endlich mal eine wohlverdiente Pause. Ja, die anderen sind alle unterwegs, da haben wir die Couch endlich mal für uns. Micha! Johnny! Oh, du früh gefreut. Da seid ihr ja, ich habe euch schon überall gesucht. Sorry, Herr Präsident, wir haben nichts gehört. Was gibt's denn? Ich habe einen Auftrag für euch. Mein Tresor ist nicht mehr bis oben hin mit Gold gefüllt und das kann ich nicht dulden. Ich habe bereits einen Spitzel zur Bank geschickt. Der wird rausfinden, wann der nächste Geldtransport ansteht. Sobald wir die Info haben, werdet ihr die Transporter überfallen. Alles klar, Präsident, kein Problem. Wäre ja nicht das erste Mal, dass wir die Transporter überfallen. Das stimmt, aber es ist schon ein paar Mal schiefgegangen die letzten Male. Also erzählt doch mal, was ist euer Plan? Also wir könnten doch einen Nagelgurt auslegen. Und wenn sie da drüber fahren, dann haben sie einen Platten. Und dann können wir sie ganz einfach überfallen. Nein, damit rechnen sie. Ihre Reifen sind vermutlich geschützt. Andere Vorschläge? Ich könnte so tun, als hätte ich einen Unfall mit dem Motorrad gehabt. Und wenn sie dann anhalten, um nachzusehen, dann sind sie in unserer Falle und wir können sie ganz einfach ausrauben. Das ist doch viel zu einfach. Darauf fallen sie nicht rein. Einer von ihnen wird sitzen bleiben. Jetzt strengt euch doch mal an. Wir könnten uns ja auf die Straße stellen und sie direkt einfach so überfallen. Dann kommen sie gar nicht erst näher, habe ich euch denn nichts beigebracht. Ja, na gut, dann helfe ich euch ein bisschen. Wie wäre es, wenn ihr euch als Polizisten verkleidet? Dann errichtet ihr eine Straßensperre und haltet den Transporter an. Und während sie abgelenkt sind, können eure Komplizen ganz einfach den Transporter ausräumen. Hey, toller Plan, Herr Präsident. You go. Natürlich macht ihr es so. Da gibt es gar keine Diskussion. Jetzt müssen wir nur noch abwarten, was der Spitzel zu sagen hat. El Presidente möchte ein paar Informationen. Die kann er kriegen. Guten Tag. Guten Tag. Ha, perfekt, sie scheint was länger zu brauchen. Dann kann ich ja ein bisschen lauschen. Aber unauffällig natürlich. Hey, Steve. Ja? Ich wollte dir nur Bescheid sagen, dass der Geldtransporter morgen um 9 Uhr hier ist. Also wäre es gut, wenn bis dahin alles vorbereitet ist. Alles klar, danke, dann weiß ich Bescheid. Da war's ja schon. Morgen um 9, alles klar. Dann sag ich gleich mal El Presidente Bescheid. Okay, der Geldtransporter startet morgen um 9 Uhr, verstanden? Gut, Jungs, habt ihr gehört? Morgen früh um 9 Uhr, macht euch bereit. Die Uniformen stehen euch wirklich gut. Aber vergesst nicht, die Mützen aufzusetzen, sonst fliegt ihr direkt auf. Keine Sorge, Boss, wir haben die Sache im Griff. Genau. Ach, heute ist so ein schöner Tag. Ich hoffe wirklich, wir kommen schnell mit der Tour durch. Ich wollte mit meinen Kindern später noch ins Freibad gehen. Ach, keine Sorge, das klappt bestimmt. Hey, ich glaube, da vorne kommen sie. Oh Mann, denkst du, es wird funktionieren? Na klar wird es funktionieren. Wir müssen nur in unseren Rollen bleiben. Halt, Polizei. Stehen bleiben. Ha, was ist denn da vorne los? Hallo Kollegen, was gibt es denn? Warum denn die Straßensperre?
Nun ja, also die Straße hier ist defekt, deswegen mussten wir die Straßensperre errichten. Ihr müsst einen Umweg fahren, aber erst einmal müssen wir eure Personalien überprüfen. Hier in der Gegend trauen sich nämlich Diebe rum, ganz, ganz schlimm. Wir müssen also sicher gehen, dass ihr wirklich die Fahrer dieses Wagens seid. Oh, na klar, das ist kein Problem. Ein Moment. Die Fahrer sind abgelenkt, das ist meine Chance. Geld, ich komme. Moment mal, klemmt die Tür etwa? Oh Mann! Oh nein, die Tür ist abgeschlossen! Hier sind die Fahrzeugpapiere, der Führerschein und natürlich auch die Auftragspapiere. Oh, perfekt! Hä, was war das? Nichts, da war nichts. Keine Sorge, das war von unserem Equipment. Was? Das stimmt doch gar nicht. Wie wäre es, wenn Sie mir mal Ihren Ausweis zeigen würden? Ausweis, also, den habe ich gerade nicht da. Der ist im Auto. Das ist da weiter hinten. Ah ja, natürlich. Fahr los, Jim. Das ist eine Falle. Die wollen uns ausrauben. Was? Das lief ja nicht wie geplant. Oh Mann, das war so knapp. Das wird El Presidente gar nicht gefallen. Das glaube ich auch. Oh, wie konnte das nur passieren? Der Plan war so gut und ihr habt es trotzdem geschafft, dass einfach alles schief läuft. Was habt ihr zu eurer Verteidigung zu sagen? Naja, wir haben alles genauso gemacht, wie du es gesagt hast, El Presidente. Ja, keine Ausnahmen. Aber wir haben alle nicht dran gedacht, dass sie hinten die Tür abschließen können. Genau, ohne den Schlüssel vom Fahrer können wir da nichts machen. Na gut, verstehe. Dann brauchen wir jetzt also einen neuen Plan. Gut, ich weiß, was ihr macht. Morgen startet noch ein Geldtransporter. Wieder um 9. Ihr verkleidet euch wieder als Polizisten, aber mit anderer Uniform. Dann geht ihr zur Bank und tut so, als wärt ihr die Wachablösung. Dann schnappt euch den Transporter und haut damit ab und lasst euch nicht erwischen, verstanden? Alles klar. Wir werden dich nicht enttäuschen, Boss. So, und das war der letzte Geldkoffer. Dann kann es jetzt gleich losgehen. Alles klar. Also, der Geldtransporter. Na, das sollten wir doch hinbekommen. Ach ja, aber denk dran, wir sollten unbedingt die Hütte wechseln. Ach ja, stimmt ja. Und los geht's. Hey, Kollegen. Ja, hey, was gibt's? Wir sind die Wachablösung. Wachablösung? Aber sowas haben wir doch gar nicht. Ach nein, Hinduch, das ist ein Überfall. Oh nein, ich wusste doch, dass mir diese Stimme bekannt vorkommt. Hilfe! Hilfe, wir wurden überfallen! Fall los, Micha! Alles klar! Hilfe! Hilfe! Oh nein, was ist denn hier passiert? Wir wurden überfallen und der Geldtransporter wurde geklaut. Oh nein, nicht schon wieder. Hallo, ist da die Pandido City Polizei? Hier spricht der Bankdirektor von der Pandido City Bank. Der Geldtransporter wurde gerade eben geklaut. Die Verbrecher sind auf der Hauptstraße unterwegs in Richtung Pandidohausen. Das hat doch perfekt geklappt. Na los, Micha, gib mal Gas. Oh nein, die Polizei ist uns schon auf der Spur. Na los, gib Gas, Micha. Fahr die Route zum Hafen, wie El Presidente es gesagt hat. Alles klar, mach ich, Johnny. Stehen bleiben, Polizei! Toni, ich glaube, sie fahren zum Hafen. Ja, ich glaube auch. Hinterher. Ah, da vorne ist schon der Hafen. Stehen bleiben! Wir sind euch auf der Spur! Oh, sie kommen noch näher. Ich gebe mal besser noch ein bisschen mehr Gas. Oh nein, der Reifen ist geplatzt. Micha, was hast du gemacht? Ich hab nichts gemacht. Der Reifen ist geplatzt. Oh Mann. Tja, Jungs, das war nicht sehr schlau.
Hier wäre doch sowieso eine Sackgasse gewesen. Warum flüchtet ihr dann zum Hafen? Ich sage nichts ohne meinen Anwalt. Verstehe. Keine Sorge, das lässt sich einrichten. Woher wisst ihr denn überhaupt, dass wir das waren? Vielleicht waren wir auch einfach nur schwimmen. In Polizeiklamotten? Wer weiß? Keine Sorge. Euch haben genug Kameras gefilmt. Und im Wagen selber ist auch noch eine Kamera. Sobald wir den Wagen geborgen haben und alles wieder an Land ist, können wir uns natürlich auch die Kameraaufzeichnungen ansehen. Und ich wette einfach mal, ihr seid darauf zu sehen. Oh, Menno. Das ist alles deine Schuld, Micha. Ich kann doch nichts dafür, dass der Reifen einfach platzt. Sei still, du verrätst uns noch. Wir erfahren die Wahrheit schon früher oder später. Und ihr zwei, ihr könnt euch jetzt erstmal im Gefängnis weiterstreiten, denn genau da bringen wir euch jetzt hin. Hagrid, Abfahrt. Alles klar, Toni. Hey Leute, oh Mann, da haben die Verbrecher ja schon wieder ganz schön Blödsinn gebaut. Aber gut, dass wir sie noch erwischen konnten und keiner verletzt wurde. Aber sagt mal, habt ihr den Clown gesehen, der im Video versteckt war? Wo war er und was hat er gemacht? Schreibt es doch mal in die Kommentare. Und wenn ihr keine Folge der Playmobil-Polizei mehr verpassen möchtet, dann abonniert doch den Kanal. Klickt dazu einfach hier oben links auf den Panda-Kopf und schon verpasst ihr kein Video mehr. Weitere spannende Abenteuer aus Pandido City seht ihr hier rechts im Bild. Ich wünsche euch viel Spaß beim Anschauen. Ich werde jetzt erstmal die zwei Verbrecher ins Gefängnis bringen. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.